und ging jeden Tag zu ihren Kindern und Enkelkindern nach West-Berlin. Mittags und abends zu den Mahlzeiten war sie bei ihnen. Als das am 13. August vorüber sein sollte, plante sie ihre Flucht. Und als Volkspolizisten in ihr Zimmer eindrangen, sprang sie aus dem Fenster. Der kommunistische Rundfunk hat inzwischen ein Spottlied dazu gesendet. Hören Sie es im Original. Herr Schmidt wohnt Meisenstraße 8 neben dem Fräulein Inge. Bei Regen und bei Sonnenschein ist er stets guter Dinge. Doch neulich hat ihn wie gemein aus dem Konzept gebracht die Leiche aus der Meisenstraße 8. Im Rias sprach man in der Nacht von einer toten Dame. Die sprang da aus dem vierten Stock, dem Rias zur Reklame. Herr Schmidt, der kriegte einen Schock, was hat sie da gemacht? Die Leiche aus der Meisenstraße 8. Er wohnt ja selbst im gleichen Haus und kennt dort alle Damen. Im Rias sagte man, sie hieße Inge Schulz mit Namen. Das ist ja Inge vis-à-vis, wer hätte das gedacht? Die Leiche aus der Meisenstraße 8. Und in der Nacht um 5 Uhr früh schon klingelt er bei Ingen. Sie wollten doch, so möchte ich schwören, grad aus dem Fenster springen. Ich war gerade beim Rias hören, da hat mich aufgebracht die Leiche aus der Meisenstraße 8.